Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video vom Spiel am Wien. Ich bin's euer Patrick und ja, ihr seht richtig, es ist eine fette Box. Es ist Secret Lair Ultimate Edition Hidden Pathways. Wer sich daran erinnern kann, wir haben vor langer, langer Zeit schon das angekündigte News-Video, dass es das geben wird. Dann wurde es delayed dank Covid, so wie viele andere Dinge auch. Und jetzt ist es endlich da. Und insofern möchte ich das unboxen. Also es ist in ganz üblich, ist in ganz üblich, so wie bei der letzten Unlimited. Ist eine große Papierschachtel sozusagen. In dieser Papierschachtel, in der Kartonschachtel eigentlich, die wirklich massiv ist. Ich lege die mal irgendwo am Boden. So, ist eine Papierschachtel. Die kann man entweder da, ist das so ein. Chips, kann man aufmachen. Dann ist das Ganze in Seidenpapier eingewickelt. Weil special, special, extra special. Dann ist da noch eine Schutzpapier oben drauf. Und dann sind wir mal bei der Box. Und die ist dieses Mal grau. Secret Lair Ultimate Edition. Schaut schon sehr, ich meine, ich weiß, sie ist so groß, dass ich es nicht ganz schön aus. Ich gehe mal das ganze Papier schon mal vor. Ist auch einfach am Boden, darum kümmern wir uns später. Also die letzte Box war schwarz von der Secret Lair Ultimate Edition 1, von der mit den Fetchländern. Die ist jetzt grau. Ich habe gelesen, dass es scheinbar auch schwarze Boxen gibt. Aber ich bin eigentlich ziemlich happy, dass die grau ist. Einerseits finde ich, schaut sie noch edler aus durch dieses graue Design. Und andererseits habe ich jetzt zwei Boxen. Kann man das aufklappen. Und dann schaut das so aus. Wir haben wie bei der anderen Box 5 Slots. Und in diesen Dingen sind aber immer zwei Karten. Die werde ich jetzt auch aufmachen. Das alles zu zeigen. Also das ist verpackungstechnisch ist das natürlich Wahnsinn, weil das ist Kunststoff natürlich. Dahinter drinnen sind, sieht man das? Einmal. Das sind Planeswalker-Symbole auf dieser Innenseite. Ich hoffe, das erkennt man. Das, ja, so geht es halbwegs. Das schaut auch sehr geil aus. Verpackungstechnisch ist natürlich ein Wahnsinn, weil das ist Kunststoff, Plastik, Kunstleder, whatever. Aber schon sehr nöbel, sage ich jetzt einmal, das Ganze. Sorry, kann man das noch lesen? Dann hat man eben diese fünf Dinger und die kann man dann das seitlich plupp, aufmachen und dann kann man die Karten einnehmen. So, die werde ich jetzt alle fünfmal aufmachen und dann werden wir uns die Karten ein nach der anderen anschauen. Plupp. Lass die mal offen, weil ich glaube, ich gebe sie. Also die anderen habe ich noch immer in diesem, habe ich noch in der Box, die Feldständer. Vielleicht mache ich das mit denen auch. Insofern lasse ich die mal so offen, damit ich mir die Option halt die einfach da wieder zurückzugeben, problemlos. Die im Vergleich zu den Fetchländern sind ja die Pathways, wie man ja eindeutig sieht, Foil. Gibt es auch nur in Foil, was ich ja um einiges cooler finde als die Ja, wer hat es gesehen? Es gibt nämlich da eine Bonuskarte, nämlich die Bonuskarte des Blast Zone in dem, Stained Glass Artwork. Die ist da praktisch die Pluskarte, die da dabei ist. Das heißt, in Wirklichkeit, da gibt man 11 Länder, nicht nur 10. Und Blastzone ist dabei. Gut, wie fangen wir an? Ich fange mal einfach. Machen wir es nach einem Color Wheel. Machen wir es nach einem Color Wheel Frontside. Hä? Ich nehme die mal alle so, dass die. So. Gut, Color Wheel Frontside heißt mit weiß beginnend. Bright Climb Pathway. Der ist, war ursprünglich in Zendikar Rising. Das ist jetzt praktisch das Kaldheim Artwork, weil es nicht gegenläufig sozusagen. Und zurück auf der Rückseite Grim Climb Pathway. Also ich muss gestehen, schaut schon sehr mega geil aus. Sowohl, also das gefällt mir urgut, ja. Obwohl ich finde, das schaut ja eigentlich aus, als würde man da so ein Hedron vermuten in der Mitte. Also ich meine, es glänzt extrem, ja, es ist schon,
weil halt alles glitzert, aber das Bild ist einfach urschön. So. Dann haben wir Henge Gate Pathway, das war in Zendik, war in Kaltheim, deswegen jetzt mit Zendik Rising mit Hedrons. Und auf der Rückseite Mistgate Pathway. Schaut auch mega aus. Richtig hübsch. Eigentlich habe ich das zuerst gesehen. Dann werden wir bei Blau, das heißt, wir machen Blau-Schwarz. Clearwater Pathway. Wieder aus Zendika Rising. Das ist das jetzt Kaltheim. Man sieht eh schon ein bisschen frostig aus sozusagen. Und auf der Rückseite Murkwater Pathway. Also die Artworks sind richtig schön. Gibt's gar nichts. Dann haben wir Riverglide Pathway. Das ist auch aus dem jetzt im Kaltheim Design. Und auf der Rückseite Lavaglide Pathway. Ich muss gestehen, der Lavaglide Pathway finde ich jetzt nicht so aufregend. Weiß nicht. Vor allem dieses Figur, die da mitten in dem der Lava-Ding steht. Aber dafür finde ich die Seite mit den Raben schon mega wieder urschön. Dann wäre es schwarz. Was haben wir da? Schwarz-rot. Ups. Blightstep Pathway. Der war ja schon in Kaltheim. Das ist jetzt Zendik Rising Design sozusagen. Da mit den Hedron wieder hier auf der Seite. Sehr eindeutig. Da auch auf den Seiten diese Blöcke schon nicht mehr ganz nach Hedrons aus. Die sind ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, eher Felsen. Und Seer Step Pathway. Selbiges da die Felsen, da halt die Hedrons in der Lava. Aber auch, schaut auch sehr geil aus. Dann das zweite schwarze ist Dark Boar Pathway. Also schaut auch geil aus, diese Höhle. Richtig hübsch. Und auf der Rückseite Slitherbore Pathway. Was beides Zendik Rising Design ist sozusagen, weil das war ja in Kaltheim drin. Was ich interessant finde, oder war Darkbore? Ja, Darkbore war in Kaltheim. Was ich interessant finde, weil keine Hedrons, nicht wahr? Es sind zumindest keine versteckte irgendwie auf dem Foto. Dann Rot, Rot-Weiß. Needleverge Pathway. Ja, da wissen wir, dass es auf, in Zendik Rising war. Das heißt, das sieht man auch eindeutig, die ganzen Schwertern. Das ist halt Kaltheim mit den Typen mit der Axt und so. Auch sehr cool. Auf der Rückseite Pillarverge Pathway. Ist okay, finde ich. Hat was, aber ja. So, dann haben wir Crack Grown Pathway. Das sieht auch geil aus. Das ist eben jetzt auch Kaltheim Design natürlich. Und auf der Rückseite Timber Grown Pathway. Ah, das Timber Grown Pathway ist wiederum sehr schön. Das Bild gefällt mir extrem wieder. So, ich kriege da eh nicht alle 10 nebeneinander, befürchte ich so, wie das da ausschaut. Weil zwei habe ich noch. Ich habe noch einerseits Branchloft Pathway. Da muss ich gestehen, gefällt mir das Artwork nicht. Ich meine, ich finde es cool, dass auf diesem Branch, ja, oder die Wurzel, was immer das sein soll, diese Runen drin sind, die dann halt glitzern. Das schaut schon mega aus. Aber, und auch dieses Viecherl, was da oben ging, ist ganz nett. Aber in Summe, weiß ich nicht. Das ist halt Kaltheim Design jetzt. Und diesen Bowderloft Pathway gefällt mir auch nicht wirklich. Ich meine, ja, es sind halt Baldos, eben solche Steher, die da schweben irgendwie und auch mit ein paar Runen drauf. Aber das, ja, haut mir jetzt nicht vierer. Und dann muss der letzte Park Channel Pathway, so gehen wir den mal darauf, das Plastion. Park Channel Pathway ist natürlich nochmal im Zendik Rising Design, weil das ja eine Kaltheim ist und das schaut wieder mega aus. Diese Wurzeln, die da diese Rundungen bilden und da die stecken so Hedrons drinnen in den Wurzeln, schaut schon urgeil aus. Doch durch so Tide Channel Pathway, da hat jemand das Meer geteilt. Ist auch sehr geil. Schaut auch richtig geil aus. So, ich kriege sie zwar nicht alle auf ein Bild, aber so circa halt. Ich mache es halt jetzt so. Die unteren 4 und die oberen 6. Die oberen 6 sind die, die eben jetzt im Zendika Design sind. Und die unteren sind
Nein, genau, Blödsinn. Das sind die, die jetzt im kalten Design sind, das sind die, die jetzt im 10er-Grad Design sind. Und I came prepared, weil ich habe zum Vergleich die Kaltheim Pathways da, eben Henge Gate Pathway, im kalten Design im Vergleich zum neuen Zentiger Design sozusagen. Jetzt gibt es ein bisschen noch ein bisschen mehr, weil ich es halt in einer Hülle habe schon. Auf der Rückseite Mistgate Pathway. Schon beide sehr geil, das muss ich gestehen. Mir gefällt auch der Pathway sehr gut. Also das ist echt schwer, was da das Hübschere ist. Legen wir die mal so übereinander. Dann haben wir eben hier den Blightstate Pathway in beiden Varianten. Da finde ich gewinnt fast der neue. Ja, da gewinnt definitiv der neue. Das hier ist der Pathway. Das ist definitiv der. Das macht man der besser. Dann Darkpore Pathway, dieser Vergleich. Da ist es auch sehr schwer. Weil das ist eigentlich, der gefällt mir eigentlich dieser Blauton, dieses helle da sehr gut. Vielleicht zu dem. Wobei bei der Rückseite gefällt mir das Slitherpore Pathway wieder viel besser. Also da gefällt mir die Rückseite besser, da gefällt mir die Vorderseite besser. Das ist natürlich hart, welches man dann spielt, sozusagen. Und jetzt Vergleich Park Channel Pathway. Also diese Vorderseite ist, glaube ich, unschlagbar. Ich meine, es ist zwar sehr, es schaut eher aus wie ein grün-weißes Land oder so, weil es halt so in der Luft ist und das ist halt eindeutig ein grünes Land. Aber das Artwork ist einfach so geil. Und auf der Rückseite wird bei beiden das Meer geteilt. Finde ich ziemlich gleich, ich meine, das sind halt Schiffe und das sind halt Hedrons, ist klar, das ist Kaltheim, das ist Zendikar, aber ja, da gewinnt halt diese Vorderseite. Und dasselbe habe ich auch für die anderen Pathways, ich habe auch die aus Zendikar Rising. Ich meine, da ist es, finde ich, eindeutig, da gewinnt das total, weil mir das einfach so, ich finde das so hübsch mit diesem Albatros oder was auch immer, oder Adler, whatever it should be, ist richtig nett aus und diese Dinge da, weiß nicht, haben wir jetzt nicht Vierer. Auf der Rückseite finde ich auch beide, okay, da finde ich beide relativ gut, aber gefällt mir das auch besser. Auch wegen dem Fichter, was ihm jetzt auch sein mag, ist richtig cool aus. Dann der Clearwater im Vergleich. Das ist schwer. Na, da gefällt mir fast der besser, weil das ist mir fast zu eisig. Dass das mit diesem grünen umrundet ist eigentlich fast hübscher. Auf der Rückseite. Ja, bei Sümpfen ist das immer schwer, was ist hübscher bei Sümpfen, nicht wahr? Finde ich auch fast den besser. Da gefällt mir eigentlich der Ascendic Rising besser. In Summe. Dann gehen wir zum Riverglide Pathway. Da finde ich auch beide, weil mir hat der immer sehr gut gefallen, weil er eben so hell ist und auch eben River Glide, der mit dem Gleiter da fliegt, ist halt richtig cool. Aber die Raben sind halt auch mega geil. Also das ist halt eher, wenn man es eher ein bisschen dunkler mag, dann ist halt mehr das, wenn man es ein bisschen heller mag, ist das. Sind beide sehr schön, ja, da gibt es gar nichts. Bei der Rückseite gewinnt leider der alte. Weil ich mag, das finde ich, schaut mehr nach Lava aus und das schaut irgendwie, das schaut mir zu gezeichnet aus, ja. Klingt jetzt vielleicht blöd, aber finde ich das eigentlich fast cooler. Wobei beide halt sehr schön sind auch wieder. So, Needleverge. Okay, da finde ich den besser. Auch wenn das natürlich sehr wie Nadeln jetzt ausschaut, eben wie Nadeln, ja, ist das, also sind da halt die Nadeln sozusagen, die Schwerter, die da überall drin stecken und diese Pfosten. Aber trotzdem gefällt mir da das gesamte Artwork einfach besser. Und auf der Rückseite beim Pillar Verge. Ja, ich meine, da sind zwar auch wieder mehr diese Pillars, eben diese Pfosten, wie auch immer, zu erkennen. Die Steher. Trotzdem gefällt mir, finde ich, fast. Na, da ist es schwerer. Ja, gefällt mir trotzdem fast das hübscher. Ja, da ist es schwer, aber da ist es eindeutig, da gefällt mir das neue besser. Dann Crack Grown Pathway. Die Geschichte an Zendikar Rising Sachen ist natürlich, dass die alle sehr unruhig sind, nicht wahr? Weil das halt, ja, die Hedrons, die zerstörten teilweise sind und halt diese freischwebenden Steine und so. Und das schaut schon teilweise cool aus, aber
das schaut halt irgendwie harmonischer aus. Ja, das ist halt Geschmackssache. Ich finde das Harmonische da eigentlich hübscher. Auf der Rückseite selbiges, ja. Da finde ich einfach das, diesen Timber Grow, diese schön, diese Holzbrücke da über diese Gravis und die Dings, also es ist halt schon richtig, richtig schön. So, und das letzte zum Vergleichen, Branch Loft Pathway. Da finde ich halt wirklich nur diese Runen in dem Dings hübsch, aber sonst ist mir, finde ich das da hübsch. Einfach weil es eine Spur heller ist in dem Fall. Und es ist bei beiden diese Wurstelt, dieser Branch, der da halt sich durchwurstelt bei beiden. Finde ich jetzt bei beiden nicht so aufregend. Da gefällt mir aber da das Helle eigentlich besser als das Dunkle, auch wenn diese Runen cool sind. Und bei der Rückseite finde ich eindeutig das, weil diese gefällt mir gar nicht. Auch dieses, dass das so ein orange-rosa Ton hat, das ganze Bild gefällt mir nicht. Da finde ich das einfach mit so einem blau-weiß Ton viel ansprechender. Ja. Das sind alle 10 Pathways, die neu sind, plus halt die 10 Pathways, die alte Version sozusagen, die, wenn man sich die Full Art geleistet hat, so wie ich es offensichtlich gemacht habe, im Vergleich. Ich muss gestehen, diese Secret Lair Ultimate Edition ist natürlich, Fetchlands sind natürlich cooler als Pathways, auch weil sie halt in mehr Formaten spielbar sind. Auf der anderen Seite sind halt die Pathways, ja, kriegt man die hier 10-11 Länder. Und sie sind in Foil und nicht in Non-Foil, was das Produkt halt schon besser, finde ich, eigentlich besser macht. Und der Preis ist halt auch nice, weil, also ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber das Spiel verkauft es momentan für 90 Euro. Und das finde ich eigentlich schon sehr fair, weil du kriegst, das heißt, jedes Land unter 9 Euro für ein Full-Art-Foil-Land finde ich eigentlich einen sehr fairen Preis. Also finde ich schon sehr angenehm, dass das, weil ich meine, dieses, die Ultimate Edition, die mit den Fetchländern hat irgendwas 160 oder so gekostet, wenn ich mich recht erinnere, also zumindest um einiges mehr, fast das Doppelte oder so, und da es die halben Länder kriegt in Non-Foil, da kriegst du die doppelten Länder plus die Plaster, also 11 Länder in Foil, das finde ich schon recht geil. Und ich finde die Pathways halt auch alle sehr schön, und natürlich für die Leute, die halt jetzt sagen, sie wollen das komplettieren, die können jetzt sagen, ja, ich spiele halt, mir gefällt in Summe einfach Zendikar Kaltheim besser, dann nehme ich halt die zwei und habe halt Kaltheim. Oder mir gefällt halt Dix besser, dann nehme ich halt die. Und das finde ich halt auch cool. Man kann halt, dass sie da eben dieses Komplettierung gemacht haben. Ja, das war schon wieder von meiner Seite. Secret Lair Ultimate Edition. Bei den Fetchländern habe ich die definitiv in der Box gelassen, einfach weil ich halt, ja, ich habe die Fetchländer eh und ich spiele die Fetchländer sicher nicht, die aus der Ultimate Edition. Bei denen fällt es mir einige schwerer, die in der Box zu lassen, weil ich da wesentlich höher versucht bin zu spielen, einfach weil ich ja die cooler finde und also finde ich ein richtig cooles Produkt. Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren lassen, was ihr davon hält, ob ihr euch eine Ultimate Edition von denen gönnt oder eher nicht, oder ob euch die Länder einzeln besorgt, weil es natürlich, wenn man jetzt sagt, man möchte ein Playset von irgendwas haben, viermal so eine Box kaufen ist wiederum, ja. Es kostet schon was, das ist wahrscheinlich dann gescheiter, man kauft sich halt viermal das Land einzeln, was man haben möchte. Wenn man halt zum Beispiel jetzt dieses Artwork am geilsten findet oder so. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wie immer, wie gesagt, Kommentare unter Video könnt ihr machen. Ihr könnt uns gerne auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen. Ihr könnt natürlich im Spiel am Wien antreffen. Ihr könnt uns im nächsten Video sehen. Ihr könnt auf jeden Fall abonnieren und solltet liken und überhaupt außerdem. Und ja, nochmal danke fürs Zuschauen. Ich wünsche eine schöne Woche noch oder Wochenende ist jetzt dann. Und ciao, aber.